Fußball, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Gestern wurden ja die WM-Gruppen ausgelost und in diesem Video werde ich euch alle Gruppen zeigen, darunter auch die deutsche Gruppe und Deutschlands Gruppengegner und dazu auch meine eigene Meinung ins Spiel bringen. Habt ihr auch eine eigene Meinung zu den Gruppen? Na dann rein damit in die Kommentare und viel Spaß mit diesem Video und den 8 Gruppen der WM 2018 in Russland. Viel Spaß dabei! Beginnen wir gleich mal mit Gruppe A. In der Gruppe A haben wir Russland, Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay. In meinen Augen eine sehr schwache Gruppe. Vor der WM hat man ja prophezeit, dass Russland nicht so weit kommen wird als Gastgeber. Das wäre natürlich etwas schade gewesen, aber mit der Gruppe sollte es für die Russen sogar eigentlich ganz machbar sein. Saudi-Arabien ist jetzt nicht so die Top-Mannschaft. Uruguay ist zwar sicherlich der Favorit, aber Russland wird sich gegen Ägypten, denke ich mal, gut verkaufen. Ägypten, ja, auch mit Mohamed Salah vom FC Liverpool. Vielleicht eher der einzige schwere Knackpunkt für Russland, wo es gegen Ägypten schwer werden könnte. Aber eigentlich müssten sie mit Uruguay zusammen weiterkommen. Und Saudi-Arabien und Ägypten sind in meinen Augen eigentlich die Mannschaften dieser Gruppe, die es nicht weiter schaffen werden. Ja, Gruppe B hingegen ist schon ein richtiger Knaller. Mit einem Ex-Weltmeister und dem amtierenden Europameister, mit Spanien und mit Portugal in einer Gruppe. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Die beiden Länder sind dort auch haushoher Favorit. Marokko auch in der Gruppe. Ja, eigentlich relativ glücklich, dass sie dabei sind. Ich glaube, für die geht es gar nicht ums Weiterkommen. Und umso besser ist es für sie eigentlich, dass sie sofort in so einer Hammergruppe sind. Weil diese Spieler einfach viel besser sind, als wenn sie nur gegen No-Names spielen würden. Das bringt dann auch ein bisschen Spannung für die marokkanischen Fans rein. Vielleicht ist es genauso auch mit dem Iran. Der macht nämlich den 4. Platz in der Gruppe voll. Der Iran, eine Nation, die sich als erstes, glaube ich, sogar für die WM qualifizierte. Das heißt, mal gucken, wie sie gegen die beiden Knallermannschaften abschneiden. Gegen Marokko, würde ich sagen, sind sie eigentlich, ja, im Vorteil. Waren ja auch schon bei einer WM dabei, haben ja Erfahrung. Und ja, aber ich glaube, dass nichts dagegen sprechen sollte, dass Portugal und Spanien haushohe Favoriten sind und in die nächste Runde einziehen. Außer Spanien hat wieder einen Ausrutscher wie bei der letzten WM. Aber ich glaube, so wird das nicht kommen, weil die spanische Mannschaft sich seit der letzten WM einfach enorm verbessert hat. Ja, Gruppe C. Mit Frankreich auf jeden Fall als Favorit. Die haben ja auch in letzter Zeit wirklich eine richtig, richtig starke Elf zusammengebracht. Mit Martial, mit Mbappé, mit Griezmann, mit Lacazette, mit Kanté, mit Pogba. Und da kann man echt noch jahrelang weiterzählen. Also die Franzosen haben sich echt stark weiterentwickelt. Haben jetzt auch, glaube ich, die realistischsten Chancen seit, ja, vielen WMs endlich mal wieder den Titel zu holen, ihren zweiten Weltmeistertitel. Und ja, dann haben wir noch Australien in der Gruppe. Wird, glaube ich, abgeschlagen sein. Und zudem noch Peru und Dänemark. Dänemark ist nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall. Haben ja auch sehr starke Spieler, unter anderem ja RB Leipzig, Yusuf Paulsen. Und ja, ich glaube, Frankreich und Dänemark werden das unter sich ausmachen. Vielleicht. Es ist halt schwierig einzuschätzen, wie weit Dänemark kommen wird, wie weit Dänemark sich gegen Australien und Peru durchsetzen kann. Peru, meiner Meinung nach, ein bisschen schwächer als Australien. Aber ich glaube, dass Frankreich und Dänemark dort das Rennen machen werden. Aber diese Gruppe ist auch eine sehr schöne Gruppe und ich glaube, wir werden uns auf die Duelle in dieser Gruppe freuen. Ja, Gruppe D eigentlich auch eine schöne Gruppe, weil hinter Argentinien jeder die Chance hat, weiterzukommen. Argentinien ja eigentlich der haushohe Favorit. Dann Island, auf jeden Fall, ich feiere Island so hart, allein schon, wie die bei der EM einfach so eine Rakete abgefeuert haben, auch mit dem Schlachtruf und England einfach rausgeschmissen. Also ich feiere das mega hart, dass sie dabei sind. Ich gönne es ihnen auf jeden Fall, vielleicht wird ja wieder so ein Feuerwerk abgebrannt wie bei der EM und sie ballern sich einfach wieder ins Achtelfinale oder Viertelfinale oder vielleicht sogar noch weiter. Das wäre
Übelst krass. Ja, dann noch Kroatien. Kroatien auch nicht zu unterschätzen mit Luka Modric, Frankfurts Andrejevic ja da noch dabei und auch Mario Mandzukic. Mal gucken, Ivan Rakitic ja auch noch bei den Kroaten dabei. Ich glaube, die Kroaten haben eigentlich auch eine gute Chance aufs Weiterkommen. Und dann Nigeria. Eigentlich würden jetzt viele Experten sagen, ja, Nigeria ist sozusagen abgeschlagen in der Gruppe. Aber ja, vor kurzem haben sie gegen Argentinien sogar noch gewonnen. Das heißt, sie könnten sich theoretisch auch gegen Argentinien durchsetzen. Das heißt, alle vier Teams sind nicht, ja, sicher weiter, sind keine sicheren Favoriten. Jeder der vier Teams kann es locker in die nächste Runde schaffen. Also auf jeden Fall eine der spannendsten Gruppen, wenn nicht sogar die spannendste. In Gruppe E gibt es diesen Haushund-Favoriten nämlich, und zwar mit Brasilien. Brasilien wird auf jeden Fall ins Achtelfinale kommen, ohne Mühe und Not. Aber was ganz interessant ist, die drei Teams danach sind eher kleinere Teams. Nämlich die Schweiz hat es ja in den Playoffs gerade noch so, ja, zur WM geschafft, waren ja in ihrer Qualifikationsgruppe in einem Duell mit Portugal. Portugal hat dann doch den ersten Platz in der Gruppe sichern können. Die Schweiz mussten in die Playoffs und ja, hat es dann geschafft. Auch verdientermaßen. Dann Costa Rica. Da war doch irgendwas bei der letzten WM. Ja, Costa Rica ist auch in die nächste Runde gekommen. Also auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Und Serbien. Während 2010 waren sie dabei, 2014 dann nicht. Aber jetzt hat Serbien sich wieder qualifiziert. Haben ja auch einen bekannten Spieler aus der Bundesliga mit Frankfurt, Mijat Gacinovic. Und ja, es wird auf jeden Fall hinter Brasilien ein Rennen ums Weiterkommen geben zwischen der Schweiz, Costa Rica und Serbien. Also ist bis jetzt auf jeden Fall bei den Gruppen sehr schön, dass es einen Favoriten gibt und oder auch gar keinen und wirklich jedes Team die Chance hat weiterzukommen. Ja, aber ich sehe da eigentlich die Schweiz etwas vor Costa Rica und Serbien, weil einfach die Qualifikation der Schweiz so überzeugend war, dass sie, glaube ich, mit Brasilien weiterkommen werden. Dann Gruppe F, auf jeden Fall eine, ja, sehr wichtige Gruppe, und zwar ist das die deutsche Gruppe. Und ja, es war lange sehr viel spekuliert worden, auf wen die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase treffen kann. Und ja, da waren Namen reingeworfen wie Spanien oder andere Top-Teams. Aber jetzt steht fest, es ist wirklich kein anderer Weltmeister mit Deutschland in die Gruppe gekommen. Hört sich erstmal gut an. Und das heißt aber, dass dann die ganzen, ja, sehr guten Teams noch kommen werden auf die deutsche Mannschaft. Das heißt, die Gruppenphase wird vielleicht einigermaßen machbar, aber danach wird das echt richtig, richtig schwer für Deutschland weiterzukommen. Aber das werden sie auf jeden Fall auch schaffen können. Mit Deutschland in einer Gruppe sind nämlich Mexiko. Ja, auf jeden Fall keine schlechte Mannschaft. Zudem noch Schweden. Also hinter Deutschland werden Mexiko und Schweden sich auf jeden Fall ums Weiterkommen streiten. Schweden zwar ohne Zlatan Ibrahimovic, aber in der Qualifikation hat man gesehen, dass die auch ohne ihn trotzdem noch gut sind. Mexiko auf jeden Fall auch gut. Also die beiden Mannschaften könnten vielleicht auch Deutschland sogar noch Konkurrenz machen, obwohl Deutschland eigentlich der Favorit in der Gruppe ist. Und dann noch Südkorea. Ja, Südkorea ist eigentlich eher die Mannschaft, die in der Gruppe absolut keine Chance hat. Also drei Top-Teams. Zwar nur ein wirkliches Top-Team mit dem deutschen Team. Aber auf jeden Fall drei sehr gute Teams und auch noch Südkorea in der deutschen Gruppe. Ja, dann Gruppe G. Gruppe G ist, glaube ich, so die einzige Gruppe, wo schon vor der WM feststeht, wer weiterkommt und wer nicht. In der Gruppe sind nämlich zum einen Belgien. Ja, Belgien wurde in den letzten Weltmeisterschaften immer als der Geheimfavorit gezählt und sie haben eigentlich auch richtig gute Spieler mit Lukaku, mit De Bruyne und vor allen Dingen auch mit Eden Hazard und auch mit Thorgan Hazard. Aber irgendwie ist daraus nie was Richtiges geworden. Sie sind nie so richtig weit gekommen. Dann noch ja, Panama. Panama ist eigentlich
das Motto dabei sein ist alles, weil sie haben sich schon so gefreut, dass sie überhaupt bei der WM dabei sind. Denen wird es jetzt komplett egal sein, wo sie landen. Sie werden es einfach nur abfeiern, dass Panama bei der WM dabei ist. Ja, also dabei sein ist alles auf jeden Fall für sie. Tunesien wird eigentlich auch in der Gruppe fast keine Chance haben. Und ja, dann muss ja noch ein Favorit dabei sein, das ist in dem Fall England. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, hat England wieder so einen Ausrutscher wie bei der EM? Bei dieser Gruppe kann man eigentlich sicher sagen, nein, da kann eigentlich nichts schief gehen mit Panama und Tunesien. Wenn was schief geht und zum Beispiel Panama weiterkommt, dann wird Panama noch mehr abfeiern. Also es wird dann reine Party sein, aber davon ist eigentlich nicht auszugehen. Also Belgien und England müssten da sicher weiter sein. Und zu guter Letzt Gruppe H, eigentlich ein Kontinent-Mischmasch. Ja, der Favorit in der Gruppe ganz klar eigentlich Polen. Ja, zum ersten Mal seit langem endlich mal wieder bei einer WM dabei. Haben jetzt auch ein richtig gutes Team. Kuba, Piszczek und Lewandowski sind natürlich wieder als Trio vereint. Und ja, damals das legendäre BVB-Trio. Heute spielen sie ja alle bei anderen Clubs, aber alle noch in der Bundesliga. Und ja, Polen auf jeden Fall der große Favorit in der Gruppe, die meisten Chancen aufs Weiterkommen. Dann aus Afrika, der Senegal in der Gruppe eigentlich. Ja, wieder wie bei Panama dabei sein ist alles. Vielleicht geht nach oben noch ein kleines bisschen, vielleicht gibt es noch so einen kleinen Funken Hoffnung. Aber in der Regel sind sie eigentlich ja abgeschlagen in dieser Gruppe. Dann aus Amerika, Kolumbien. Und Kolumbien mit James unter anderem. Ja, bei der WM 2014 haben sie gezeigt, was sie können. Bei der WM 2018 wollen sie das wiederholen und können das auch wiederholen. Spricht auf jeden Fall nichts gegen, dass Kolumbien keine Chance hat aufs Weiterkommen. Und dann aus Asien nach Japan. Japan war mal besser, ist jetzt nicht mehr so gut, ist aber immer regelmäßig bei einer WM dabei, schafft es aber nie wirklich weit oder generell nie weit. Und deswegen glaube ich, dass Polen und Kolumbien dort das Rennen unter sich entscheiden werden und beide ins Achtelfinale einziehen. Das war's mit diesem heutigen Video mit den WM-Gruppen und mit Deutschlands Gruppengegnern. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, bei dem Adventskalender von heute reinzugucken. Falls ihr noch nicht wisst, was es ist, schaut auf jeden Fall in die erste Folge rein. Dort könnt ihr auch am Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr regelmäßig die Folgen schaut. Zu gewinnen ist eine 15 € iTunes, Google Play oder PSN-Card. Auf Nachfrage habe ich die PSN-Card noch dazu genommen. Und ja, außerdem kommt heute noch ein weiteres Video mit den Transfer-News und das Adventskalender-Video. Abonniert auf jeden Fall auch den Kanal, um das in Zukunft auch nicht mehr zu verpassen, was da kommt. Und im Dezember wird es auf jeden Fall eine Reihe mehr Videos geben, gerade auch als Weihnachtsspecial und weil einfach um die Weihnachtszeit viel weniger los ist. Und ja, dann würde ich sagen, schreibt eure Meinung doch mal zu den Gruppen in die Kommentare. Bin ich mal gespannt darauf, wie ihr diese Gruppen so findet. Ich finde diese Gruppen auf jeden Fall richtig, richtig gut. Da von jeder Gruppenart auch was dabei ist. Da es auch Gruppen gibt, wo jeder weiterkommen kann, wo es Favoriten gibt, wo ein kontinentaler Mischmasch ist, ist auf jeden Fall mega, mega geil. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute bei den Transfer-News und hoffentlich auch beim Adventskalender-Video wieder. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag und haut rein.